Vor 10 Monaten hatte er eine Haartransplantation. Er ist 37 Jahre alt, hat 4.500 Grafts bekommen und hat mir nach seiner Haartransplantation folgende Nachricht gesendet. Hallo Bro, ich habe am 30. April 2021 im vorderen Bereich eine HT gemacht. Ich wollte deine Meinung dazu wissen, ob es okay ist, so wie es ist oder nicht. Danke dir und mach weiter so. Also grundsätzlich ist es immer besser, wenn man mir eine Nachricht vor der Haartransplantation schickt und erst danach die Haartransplantation macht, aber besser hinterher als gar nicht. So, das ist seine Ausgangsposition. Hier sehen wir ihn nochmal von vorne, aber das Bild ist nicht von bester Qualität, deswegen gehe ich nochmal zurück zu diesem Bild. Und hier ist eins klar, auf dem Oberkopf hatte er vor der Haartransplantation gar keine Haare. Es war nahezu Licht, es war Norwood 6 bis 7. Und wenn er zu mir gesagt hätte, ich möchte eine Haartransplantation machen, hätte ich gesagt, Bro, überleg dir das gut, volle und dichte Haare wie mit 16 wirst du nicht mehr bekommen, aber wenn du dein Erscheinungsbild etwas verbessern willst, indem du einfach eine dichte Hairline hast und es nach hinten hin und lichter wird und du damit gut klarkommst, dann macht es Sinn, es sei denn, du willst noch ein paar andere Therapie- und Maßnahmen in die Wege leiten, weil dann könnte das auch zu einem noch besseren Ergebnis führen. Und so sah das Ganze nach der Haartransplantation aus. Freunde, by the way, denkt dran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, denn damit würdet ihr mich unterstützen und noch motivieren, weitere Videos für euch zu drehen. Aber zurück zu seiner Haartransplantation. Was wir ganz gut erkennen können, sind die 4500 Grafts. Das Ganze sieht auch nach 4500 Grafts aus. Es wurde im vorderen Bereich sehr dicht gearbeitet und nach hinten hin wurde es immer ein bisschen lichter. Und ganz hinten hat man so ein bisschen einen harten Cut gemacht. Die Linie ist so ein bisschen zu straight, zu wenig Übergang ins echte Haar, hätte ich jetzt hier bemängelt. Aber abgesehen davon sieht das Ganze ganz ordentlich aus. Ne? 4500 Grafts für die große Fläche ist jetzt auch noch ein bisschen wenig vielleicht, aber viel mehr ist in einer Haartransplantation unter Ausschluss aller Risiken gar nicht mehr realisierbar. Deswegen kann ich der Graftsanzahl das okay geben. Den Bereich, in dem es verteilt wurde, ja, er war halt großflächig kahl. Es gibt da nicht viel Möglichkeit, da sich auf Areale zu begrenzen. Von daher war das auch so in Ordnung. Und hier sehen wir das Ganze 2 Wochen nach seiner Haartransplantation. Und hier muss man ganz klar sagen, sieht ordentlich aus, sieht gut aus. Wir haben hier eine ganz klare Hairline. Wir haben wieder einen Rahmen im Gesicht. Wenn es so bleiben würde, wie es ist, wäre doch alles super. Aber natürlich bleibt es nicht so. Die Haare fallen erstmal aus und wachsen dann wieder nach. Und hier ist der nächste Teil seiner Nachricht, Freunde. Die Nachricht war, das war 2 Wochen danach. Laut der Klinik in der zweiten HT wird der vordere Bereich verdichtet. Also es wird in Zukunft noch eine zweite HT geben. Da Props an die Klinik, dass die ganz klar nicht gesagt haben, ey, eine HT und das Thema ist erledigt. Du wirst definitiv 2 HTs brauchen. Das ist schon mal lobenswert, wenn die Klinik da einen diesbezüglich aufklärt. Aber ganz klar ist, man kann im vorderen Bereich natürlich nochmal verdichten, vor allem hier im Zentralbereich oben. Das ist wahrscheinlich mit vorderem Bereich gemeint. Aber man muss auch nach hinten hin nochmal rein und die Tonsur ein bisschen dichter bekommen und dann sieht das Ganze auch homogener aus, aber ich bin mir sicher, das haben die auch vor. Die wollen wahrscheinlich in einer zweiten HT den hinteren Bereich machen und den vorderen Bereich nochmal verdichten. Und nochmal zu seiner Frage, kann ich was machen oder nehmen, dass mir die Haare dicker werden, wie zum Beispiel PRP oder hast du was für mich? Also grundsätzlich würde ich hier ganz klar, wir schauen uns gleich die Bilder nach der OP an, ich habe nämlich diese Bilder 10 Monate nach der OP, ganz klar kann man hier mit Finasterid arbeiten oder mit Minoxidil. PRP-Therapie, da bin ich nicht der größte Freund von, wie viele wissen. Es gibt Szenarien, in denen man die PRP-Therapie sinnvoll einsetzen kann, aber für das Szenario, die Haare wieder dicker bekommen nach der Haartransplantation, macht es meiner Meinung nach wenig Sinn. Was jedoch mehr Sinn macht, wäre zum Beispiel die Finasterid-Einnahme. Es muss auch keine hohe Dosis sein, 1,25 Milligramm alle 2 Tage, so kann man die günstigere Finasterid-Alternative nutzen und kann damit trotzdem die gleichen Ergebnisse erwarten wie mit der teureren Alternative. Und die Haare in der Tonsur werden dann in der Regel auch wieder dicker und dichter und viele sparen sich durch das Finasterid sogar noch die 2. Haartransplantation, weil quasi wie durch ein Wunder die Tonsur wieder komplett zuwächst und das passiert sogar nicht selten, Freunde. Naja, so sieht das Ganze nach seiner Haartransplantation aus, ziemlich genau 10 Monate nach der Haartransplantation. Und was wir hier definitiv erkennen können, ist natürlich ein riesen Kontrast zu dem Vorher-Effekt. Also es sieht jetzt hinterher ganz anders aus als vorher, aber wir sind genau da an dem Punkt, an dem ich war, an dem ich gesagt habe, okay, es kommt auf die Erwartungshaltung an. Ne? Er sieht jetzt definitiv viel besser aus als vorher, viel besser, viel jünger, er hat mehr Haare auf dem Kopf, aber es ist immer noch Licht. Ich glaube, wir haben ja noch ein zweites Foto versteckt von der Hairline. Auch hier wieder
Das Foto ist nicht super scharf, aber es kann sein, dass hier die Connection fehlt an der einen Seite. Aber das ist jetzt wirklich auch nur Nörgeln auf hohem Niveau. Alles in allem, wenn man betrachtet, was er vorher auf dem Kopf hat und was er jetzt auf dem Kopf hat, ist das natürlich ein großer Unterschied. Die Hairline-Modellierung gefällt mir jetzt nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss auch ganz klar noch dazu erwähnen, dass das Bild von schlechter Qualität ist und deswegen, dass ich da nicht so gut viel erkennen kann. Aber alles in allem war das ein Schritt, der positive Veränderungen mit sich gebracht hat. Er sieht jetzt besser aus als vorher. Von daher hat es sich erstmal für ihn gelohnt. Könnte man es besser planen und besser machen? Also grundsätzlich auf zwei HTs aufgeteilt, zuerst der vordere Bereich, dann der hintere Bereich, das passt, da gibt es nichts zu bemängeln. Wie gesagt, bei der Haarlinienmodellierung fällt mir das so ein bisschen, die Connection hier ins Auge und die Wuchsrichtung hätte man vielleicht natürlicher gestalten können, aber das Foto ist nicht von besser Qualität, von daher will ich da auch gar nicht nörgeln. Also alles in allem war das eine gute Entscheidung und um die Haare wieder dicker zu kriegen, kann man mit Finasteride da dran gehen und dann guckt man einfach in einem halben Jahr, ist noch eine zweite HT nötig oder vielleicht auch nicht. Und wenn es nötig sein sollte, dann kann man mit der zweiten HT auch abschließen. Man kriegt wahrscheinlich da auch nochmal so 3000 Grafts hin. Ich habe jetzt den Spender nicht ausführlich gesehen, aber rein aus statistischen Gründen würde ich jetzt sagen, 3000 Grafts sind da nochmal drin. Und alles in allem geht es in die richtige Richtung und ich glaube, insgesamt wird er glücklich. Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.